Heute werden wir mal etwas ganz anderes basteln, und zwar werden wir dieses Vogelhäuschen im Shabby-Chic-Stil umgestalten. Hierfür habe ich schon dieses Vogelhäuschen einfach mit Acrylfarbe angemalt in so einem hellen Rosa. Thank you.
Ja, das ist nun das fertige Vogelhäuschen. Ich weiß, es ist sehr kitschig geworden und mag vielleicht nicht jedem gefallen, aber die Hauptsache ist es ja, dass es mir gefällt. Vielleicht habt ihr auch eine Inspiration bekommen zum Nachmachen, das würde mich besonders freuen. Ja, und dann danke ich euch fürs Zusehen und ich zeige euch jetzt noch ein paar Detailfotos und würde mich freuen, wenn ihr die auch noch anseht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!